Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ratchet Gladiator. Und wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben, als wir die Geisterbasis abgeschlossen haben. Und jetzt müssen wir zurück zur Dreadzone-Basis. Und was uns dort erwartet, ist eigentlich das Ende des Spiels. Wenn man es, wenn ich ehrlich bin, na, eigentlich schon, ja. Ratchet, ich weiß jetzt, wie wir die Sperrfelder ausschalten und alle Helden befreien können. Kein Witz, das ist ja Wahnsinn. Er hatte Hilfe. Al? Du lebst ja. Ich dachte, du hättest einen Totalschaden. Kein Problem, ich bin so gut wie neu. Sieh dir das an. Wow, cool. Also, wie lautet unser Plan? Wir haben alle Baupläne der Killerkuppel. In der Regie steht ein Hauptrechner, der die gesamte Energieversorgung der Sperrfelder reguliert. Und dann? Neu programmieren? Hacken? Zerstören! Jag ihn in die Luft und schon sind die Felder weg. Okay, und wie komme ich in die Regie? Ich habe den Killerkuppel-Shuttle so programmiert, dass er dich dort absetzt. Aber zurück bringt er dich nicht. Okay, ich fand es jetzt irgendwie verwirrend, dass der Sound irgendwie so ein bisschen links ist, mehr rechts ist. Das war irgendwie gerade voll komisch, irgendwie... Hat sich das echt komisch angehört, zur Killerkuppel. Willst du zur Killerkuppel? Ja, da können wir auswählen. Kontrollebene oder Arena? Wir gehen erstmal zur Arena. Bevor wir das Spiel durchspielen, möchte ich euch, da ich das Spiel nicht nochmal durchspielen werde, danach möchte ich euch noch zumindest die Endwaffe zeigen. Und wir haben gerade aber nicht genug Bowls dafür. Das heißt, ich müsste erstmal ein bisschen Bowls sammeln, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Und, ich werde jetzt einfach mal eine Runde Endzone machen, ein paar Mal. Und wenn ich dann 2 Millionen habe, dann sehen wir uns wieder, dann kaufe ich mir einfach mal der Verbote und dann geht die Party erst los. Bis gleich also. Okay, ich nehme das doch zurück mit diesen 2 Millionen Bowls. Die zusammenzukratzen dauert so ewig lange, das ist richtig krass. Also da müsste ich echt schon so 2-3 Stunden da rein investieren, um die zusammenzukratzen. Und das sehe ich wegen einer Waffe nicht ein. Und, okay, willst du zur Kontrollebene der Killerkuppel? Ja, möchte ich, Kontrollebene. So, weiter geht's. Ist halt nichts Besonderes, da kommen halt von oben ganz viele Lichtstrahle so auf den Boden und dann ist fertig eigentlich. Ist halt wie so ein Raketenangriff quasi. Crank, bitte melden. Hörst du mich? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Na toll. Na, was haben wir denn da, Dreadzone-Fans? Ein Kandidat, der die Killerkuppel sabotieren will? Wie aufregend! Wenn es ihm gelingt, ist der Rest der Kandidaten frei. Aber wenn er versagt, gehen in der Killerkuppel 6 Gigatonnen Nitroglycerin hoch. Wenn Ratchet den Detonator nicht deaktiviert, bevor die Zeit abgelaufen ist, explodiert die Killerkuppel und zerspringt in Milliarden Stücke! Das ist doch verrückt! Im Gegenteil. Wenn ich mich noch dort befände, wäre es sicher verrückt. Aber ich habe einen ganz wunderbaren Blick auf das Geschehen. Von einem sicheren Ort aus. Was ist mit den vielen Fans in der Killerkuppel? Willst du die auch alle töten? Natürlich nicht. Du tötest sie. Wenn du nicht den Mund hältst und dich an die Arbeit machst. Na mach schon! Das Publikum wartet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur letzten Red Zone-Episode. Oh Gott, wir werden alle sterben. Die Stimmung ist positiv. Unglaublich. Und das Publikum ist gespannt, ob es überleben wird. Die nächsten 10 Minuten. Ich kann das einfach nicht fassen. Ich hatte doch noch so viel vor. Ich wollte doch Ballettänzer werden. Reiß dich gefälligst zusammen, du Heulsuse! Danke, Juanita. Den Superkandidaten Ratchet erwartet heute seine größte Herausforderung. Er muss das Abwehrsystem der Killerkuppel ausschalten und den großen Gleeman Box besiegen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ratchet dafür danken, dass er ein so fabelhaftes Vorbild und eine echte Bereicherung für die Gesellschaft ist. Wenn uns jemand retten kann, dann du, Ratchet! Wir stehen hinter dir, kleiner Kerl. Auf einmal! Auf einmal sind wir jetzt hier die Kings. Klar! Mir war nicht klar, dass ich dich in eine weitere Falle von Vox führte. Es gibt immer noch einen Ausweg. Wenn du die drei Fusionsgeneratoren auf der Kontrollebene zerstörst, kommen die Schiffe frei und sowohl die Fans als auch die Helden sind gerettet. Das hört sich gut an, Clank. Und jetzt muss ich erstmal eine Runde kämpfen. So, Bombe gelegt. Okay, super. Weiter geht's also. So, dann wollen wir mal ein bisschen Buddy schieben. Ratchet, die Basis wird jeden Moment in die Luft fliegen. Bitte beeile dich. Okay, da sind wir schon mal rüber. Okay, dann benutzen wir jetzt einfach mal den Pirschaminwerfer, der mittlerweile übrigens auch schon auf Max-Level ist. So, ihr müsst hacken und ich muss die alle zum Verrecken bringen, genau. Super gereimt, total scheiße, aber okay. Wuhu, weiter geht's. Welchen Anfänger? Du meinst ja wohl nicht mich, oder? Ich brauche einen EMI-Angriff, Dude. Okay. Hallo, würdest du auch mal kapieren? Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen viel hältst du schon aus, mein Freund. So, hier geht's nach oben. Okay, die habe ich gerade irgendwie durch die Wand geschossen. Super Sache. Okay, wer will Schläge? Ihr. Okay. So, Grindschiene, kommst du? Okay, Grindschiene, bist da. Super. Moment, ich sollte die erste stören. Ich habe Angst, dass der auf... ich habe Angst, dass der Bot stirbt und ich darunter falle. Das wäre voll uncool. Und hier sind wir dann auch schon und wir müssen hier alles detonieren. Warte mal, ich pack mal so eine Disco-Kugel rein. Bum, badum, bum, bum. Nice. Finde ich sehr gut. So. Vulkankanone. Dich benutze ich einfach mal, weil ich wieder ein bisschen Muni dafür habe. Und ihr detoniert das Teil. Okay? Okay. Ups, keine Muni mehr. Sorry. Dann halt mein Knüppel. Autsch, er tut mir weh. Das finde ich nicht gut. Schmelzgewehr. Okay, Schmelzgewehr. Bam. Bam. Okay, so viel Leben hast du auch nicht. Tu nicht so, als ob du so viel Leben hättest. So, was muss ich denn noch machen? Ach so, da, hier muss ich auch noch detonieren. Okay, ich dachte, das hätten die schon gemacht, aber scheinbar nicht. Mann, wie viele Gegner hier auf einmal auftauchen. Unglaublich. Von dem bekomme ich ordentlich Balls. Ein Ding könnte man da schon aufsammeln. Wow, 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 Sekunde mal. Beruhigt euch. Oh, oh. Oh, oh. Hilfe. So, ich pack einfach mal so ein Teil hin, ne? Ich hab keinen Bock zu sterben. Nee, danke. So, du verreckst hinten und du... Du verreckst auch und... unser Holoschildwerfer ist Level Up. Geile Scheiße. So, würdet ihr vielleicht jetzt... Oh, oh, ein bisschen hacken? Oh Gott. Da sind ja noch mehr Gegner. Das ist ja mal richtig blöd hier gerade. Ich werde jetzt hier sterben. Elendig. Hilfe. Oh, ich bin hier barrikadiert. So, also, was habe ich denn noch übrig? Schmelzgewehrmuni habe ich ein bisschen. Okay, eigentlich wollte ich jetzt gerade ein bisschen schießen und nicht... Hä? Moment mal. Hallo, nimm doch mal das Schmerzgewehr in der Hand. Okay, so. Jawohl. Wie soll ich das denn machen? Wie zum Teufel?
Nein, ich bin tot. Ey, ich hab's gewusst, ohne Scheiß jetzt. Ich hab's gewusst, einfach nur. Ey, das ist ja auch einfach mal wieder ein bisschen zu OP, oder? Toll. Ich darf den ganzen Weg nochmal durchrennen. Wahrscheinlich nur, um 2 Bomben zu aktivieren. Super Sache. Ich freue mich einen Ast ab. Ich freue mich echt einen Ast ab. So, würdet ihr mal bitte... Ihr wisst schon, was machen. Da, hier. Kriegt ein paar aus Maul. Kann ich wenigstens ja noch ein bisschen Maul zusammenkratzen, was mir ja so viel bringt jetzt. Ja, das hast du vorhin auch schon gesagt. Wie schön, dass ich am Ende verrecke. Das ist ja super, also... Tolles Ambiente, wirklich. Ah, Gott. Ich habe keine Muni mehr wieder dafür. Ach, scheiß doch drauf. EMI-Angriff bitte. Hooray! So, weiter geht's. Ich gehe einfach mal den Lift jetzt hoch. Und was für Gegner hier kommen, ist mir egal. Ich werde sie alle wegbomben. Und ihr seid mir auch voll egal. Und du bist mir auch voll egal. Und ich bin gleich tot und das ist mir voll egal. Grindschiene, yeah! Und ihr, weiß ich nicht, ihr tötet mich einfach. Okay. Ah, okay. Ey, das ist wieder mal viel zu OP mal wieder an diesem Moment, weißt du? Hört ihr mal aufhören, so viel Damage zu machen? Das zackt mal übelst an. Verreck doch! So. Jetzt habe ich Problem. Ich brauche Leben. Wo kriege ich Leben? Keine Ahnung. Gar nicht. Einfach mal gar nicht. Würde ich sagen, ne? Woher denn auch? Ne, ich darf hier alles nochmal neu machen. Okay. Das ist sehr nice. Oh, ich kann die Laser da oben sogar kaputt machen. Oh, super, dass ich das jetzt weiß. Ich tue da meine Gefechtstürme einfach mal hin und ihr macht irgendwas, ne? Ihr macht da euren Scheiß. Ja, cool finde ich das jetzt irgendwie gerade nicht, ne? Irgendwie muss ich ja an den vorbei. Aber wie tue ich das am besten? So, also den muss ich kaputt machen und den muss ich auch kaputt machen. Und du da oben, du gehst verrecken. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Um ehrlich zu sein. Sterben! What's about that? Ist doch geile Methode, oder? So, Moment mal eben. Ich mache jetzt einfach mal das Ding kaputt, damit ich Leben kriege. So. Und wenn ich Leben habe, dann mache ich das folgendermaßen. Ich baller den Typen ab. Und dann kommen 1 Million neue Gegner. Das heißt, ich hätte nichts machen sollen. Dann ginge es mir jetzt wahrscheinlich viel, viel besser. So, ich brauche das Leben hier. Gut. Autsch. So, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ihr Gegner. Ihr seid alle blöd, hässlich und scheiße. Oh, lalalalalala. So, würdet ihr jetzt auch die restlichen Teile... Oh, 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 was ist denn da passiert? Es ist kaputt. Ah, das war nicht die letzte Mission? Oh, das war's nicht. Okay, dann war's ja doch nicht so peinlich. Verkäufer aktivieren. Okay. Moment mal. Verbot. Da, ne, kein Money dafür. Mami, ich
will nicht Tschüss gehen. Dallas, das ist jetzt nicht der Augenblick. Kleines Baby. Baby, nicht weinen. What the fuck? Was geht denn bei denen ab? Was zum Teufel? Was ist das hier für ein dreckiger Scheiß hier am Ende? Ich hab mir einen Griff und du triffst mich. Hurra, komm, warte mal, wo ist der Abgrund? Ich muss da runter. Ich muss da nochmal runter. Ich muss da nochmal runter. Danke, so. Ne, so mache ich das nicht mehr. Also das finde ich jetzt blöd. Ich akzeptiere das so nicht. So nicht, meine Freunde. Ey, warte mal. Das ist so ganz einfach. Ich mag ein einfach Holo-Schild. Emi-Angriff. Bam, so. Jetzt hast du gelitten. Jetzt will ich dich kaputt machen. Ja, du, okay, du bist jetzt wahrscheinlich sauer auf mich. So, machen kaputt, okay. Habt ihr jetzt EMI... Hallo? Würdet ihr jetzt EMI-Angriff machen? Oh, danke schön. Nicht zu schnell, bitte. So. Was geht denn da drüben ab? Okay, dort drüben müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Party machen. Das heißt, ein bisschen kurbeln. Okay, macht ihr mal. Ich stehe einfach mal hinter euch. Ganze Galaxie übertragen, du kleiner Egoist. Danke, Juanita. Deine Beschimpfungen waren echt lustig. Und diese ganze Mutter-Kind-Sache. Sexy. Baby braucht neue Windeln. Psst. Ratchet, die Zeit wird knapp. Die Generatoren überladen sich. Ja, ich habe aber noch 8 Minuten und 39 Sekunden Zeit. Ich glaube, das kriege ich wohl noch hin. Irgendwie zumindest. Ach, scheiße, schon wieder Muni alle. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt zu viel Leben. Merkt ihr das gar nicht? Ach, what the... Mehrere Notschiffe verlassen die Killerkuppel. Weiter so, Ratchet. Okay. Nein, what the fuck, was war das? Das war nicht so cool. Ich hatte gerade Schiss um mein Leben. Ja, Moment, irgendwie brauche ich wieder Muni, aber Muni gibt's nicht, also muss ich das nehmen, was ich habe. Und was habe ich? Ich habe nichts. Okay, cool. Mach den... Wow, Sekunde, was soll die Scheiße? What eine Begrüßung. What eine Begrüßung. Seid ihr euch sicher, dass ihr das so böse machen wollt? So, da oben. Du gehst kaputt. Laser, da oben. Laser, da oben. Ja, jawohl. Ich lasse mich nicht von den Teilen da oben kaputt schießen. Die mache ich jetzt als allererstes kaputt. So, jetzt komme ich rein. Ah, super. So, ihr macht da mal euren Scheiß, ne? Ich stehe hier rum. Ach toll, haben die den echt abgeballert? Okay, gut, ich muss sie also doch erledigen. Sonst geht nichts. So, hab euch. Ihr hackt ja und... Ey, was? Zieh doch nicht die Agro auf dich von denen. Moment mal eben. Ich freeze den mal so ein bisschen. Und ihr macht hier weiter einfach, okay? Ihr macht hier weiter. Nicht töten. Ich töte die garantiert nicht. Dann kommen neue und wenn neue kommen, dann habe ich noch mehr Probleme als vorher. Also, ne, danke, sag ich mal. Oh, oh. So, und jetzt glaube ich noch die Hauptbombe. Und dann war's das, oder? Ah, komm. Noch ein ganz kleines Stück. Dann haben wir es doch. Ein ganz kleines, ganz mini kleines Stück. Bam.
Herausforderung abgeschlossen. Jawohl. Oh. Und das dritte Teil. Jetzt, wo wir alle auf furchtbare Weise verenden werden, sollte ich ein paar Dinge gestehen. Also, Tinny Aberdeen, ich habe deinen Rucksack angezündet. Es tut mir leid, dass du ihn nicht rechtzeitig ausziehen konntest. Und Susie Finkelton, ich war derjenige, der den Tyrannoid in deinen Spind gesteckt hat. Ich habe gehört, deine Therapie läuft gut. Halt die Ohren steif, Kleines. Und nun zu dir, Juanita, meine liebe, süße Juanita. Ich entschuldige mich dafür, dass ich in den letzten 6 Jahren so viele unanständige Witze und nervige Anspielungen gemacht habe. Von den freundschaftlichen Kneifern im Aufzug ganz abgesehen. Aber wir wissen ja beide, du stehst drauf. Ratchet, kannst du bitte auf die Tube drücken? Die Basis fliegt in ein paar Sekunden in die Luft. Jo, alles klar. Wir kommen dreimal. Hä? Wir bekommen dreimal, ja, kriegen wir 10 Minuten Zeit, um verdammt nochmal die Basis zu retten. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Und dann sagte, ja, fliegt in ein paar Sekunden in die Luft. Okay, man macht es zwar wirklich dramatisch dadurch, aber Logik nein. Nein, keine Logik. Oh, das Ding ist schon kaputt. Oh, super. Dann kann ich ja hier weitermachen. Stopp. Was mache ich hier am besten? Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier am besten mache. Aber ich glaube, wir müssen die Kugeln hacken, damit wir weiterkommen. Richtig? Ja, ich glaube schon. Ups, hier geht's lang. Okay, wir sind hier wieder am Ende. Also kann ich die Teile da kaputt schießen. Da kaputt schießen. Okay, das war daneben. Dann schieß einfach dann mit dem Doppelwiper drauf. So. Dieses scheiß Teil hindert mich daran, einfach mal Party schieben zu können. Ich glaube, ich schmeiß einfach mal so ein EMI drauf. So. Danach hacken die Jungs. Und ich habe das Gefühl, wenn, ja, einfach nur ganz, wenn ich den, glaube ich, nicht zerstöre, kann ich auch, kann ich, glaube ich, seelenruhig einfach so die Scheiße kaputt machen. Okay, ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst. Also deswegen mache ich so und so. Ach ja, wieso muss das immer so knapp sein? So, Moment, irgendwie... Bist du gerade eine Belastung für mich? Warte mal, was ist aber eine größere Belastung? Er ist eine größere Belastung. Ach, kommt schon. Oder kommen die jetzt irgendwie doch nach einer Zeit irgendwie und irgendwie nicht so, wenn man irgendwas zerstört? Wo kommen die auf einmal alle her? Geht mal sterben. Oh, wie mache ich das jetzt? Schmelzgewehr. Pau. 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 Stirb, Mann. What the fuck, ey. Schmelzgewehr ist Level Up. Da, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich habe guten Grund, Angst zu haben. Ich habe guten Grund, Angst zu haben. Leben. Oh, Mann. Ah, Mann. Oh, wie machen wir beim nächsten Mal weiter an dieser Stelle, ey.